hat sich herumgesprochen, dass immer mehr Clubs und soziokulturelle Projekte hier im Zentrum von Berlin schließen müssen, verdrängt werden, aufgeben müssen, weil sich die Gebäude zum Teil einfach auch anders lukrativ verwerten lassen. Wir sind hier in der Ackerstraße beim Schokoladen. Der Schokoladen ist einer der letzten Clubs, einer der letzten soziokulturellen Räume hier in der Innenstadt, mit dem Theater im Schokoladen, dem Club der polnischen Versager und auch durchaus kollektiven Wohnen hier im Hinterhof. Und der Schokoladen ist bedroht. Ich war vergangenen Montag beim Landgericht bei einem Räumungstermin und da ist die Klage des Eigentümers, Herrn Friedrich, durchgegangen. Und für den 22. Februar ist jetzt hier der Gerichtsvollzieher bestellt. Wir haben in den letzten Monaten immer wieder versucht, Druck zu machen, auch zur Zeit der rot-roten Koalition, dass die Senatsfinanzverwaltung hier gemeinsam mit der Initiative und dem Eigentümer nach einer Lösung sucht. Es gibt auch eine Stiftung, die das Haus kaufen will. Bisher ist es leider erfolglos geblieben und wir wissen auch nicht so genau, was da eigentlich verhandelt wird und ob es tatsächlich darum geht, einen Erfolg zu erzielen oder ob hier auf eine polizeiliche Lösung gesetzt werden soll. Unser Tipp: Helft auch ihr mit, dass der Schokoladen bleiben kann, dass die Finanzverwaltung unter Druck kommt, dass viele Menschen davon erfahren, was hier geschieht. Und letztlich ist entscheidend, dass wir auch am 22. Februar um 9 Uhr hier sind, wenn der Gerichtsvollzieher kommt, dass wir mithelfen, dass wir die Initiative unterstützen, dass wir zeigen, wir sind da solidarisch, der Schokoladen muss bleiben.